Was geht ab, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Watch Dogs 2. Wir können jetzt zum Glück hier schon weitermachen, weil letztes Mal habt ihr ja gesehen, war ein Bug. Ich habe schon befürchtet, ich dürfte von neu anfangen. Ist aber nicht so. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zusehen und schauen wir mal, was wir jetzt so reißen können. Reißen können. Schauen wir mal durch die Kamera, ob wir da nicht einen. Zentrale, wir haben einen anonymen Tipp zu einem möglichen Verdächtigen. Bitte melden. Boom. Würde ich mal sagen. Ich begebe mich mal hier entlang. Hier entlang, hier entlang, hier entlang. Lauf, mein Freund, lauf. Ja, ja. Wir sind noch nicht erledigt. Noch leben wir. Noch leben wir, meine Freunde, der Nacht. Ich hoffe, die Karre ist jetzt ein bisschen schnell. Ach, Herrjemine. Die schnellste Karre ist es nicht, aber egal. Holy moly macaroni. Oh shit. Meine Fresse, das war ein Drift, wa? Wir müssen jetzt mal ein bisschen kamikaze-mäßig fahren, denke ich. Damit wir sie abgeschüttelt bekommen, ne? Du kannst nichts blockieren, mein Freund. Gonio, schneide den Arsch aus dem Weg ab. Okay, ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier die richtige Variante ist, aber ich denke mal, wenn wir aus dem Gebiet rauskommen, haben wir vielleicht ein bisschen Glück, dass es weniger werden. Habe ich aber auch nur im Gefühl, also ich weiß es ja nicht. Ob das jetzt hier auf der Schnellstraße gerade das Beste ist, aber ich versuche einfach mal hier rauszukommen aus dem Gebiet und guck mal, was wir im nächsten Gebiet sehen. Ne? Ich meine, jetzt kann ich eh nicht viel ändern. Es sei denn, wir gehen schwimmen. Es sei denn, wir gehen schwimmen. Ah, komm, wir sind jetzt noch hier am Start. Können die mir hier folgen? Ja, die folgen mir hier. Das ist schon mal sehr nice. Genau das habe ich gesucht. Genau das habe ich gesucht. Shit, Mann, Scheiße! Die können aber hier nicht mithalten. Scheiße, ich wollte in das Boot reinspringen. Ich habe gedacht, das wird gehen. Noch bin ich nicht geflohen. Entschuldigung, Scusi, Scusi, bleib stehen, Mann. Okay.
Naja, ich müsste denen doch jetzt entkommen sein, oder? Ach komm. Ich habe keinen Bock, bis zur anderen Seite zu schwimmen. Charlie, keiner schießt auf uns und verpisst sich einfach. Findet den Arsch. Ja, doch, doch. Bleiben wir doch noch mal ein bisschen im Wasser. Dauert nicht mehr lang, dann haben wir es endlich geschafft. Zum Glück gibt es hier keine Haie oder sowas. Entkommen. Wunderbar. Okay. Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Wir haben sie alle, Mann. Ich war nicht schnell genug da, Bruder. Scheiße, Mann. Die Teskas hätten sich jeden von uns schnappen können. Mich, dich, Josh. Jeden von uns. Sie haben Horatio erwischt. Und er hat sich geweigert, uns zu verraten. Ja, Mann. Ich komme auch gleich nach, Mann. Oh shit. Was hat denn der jetzt da gemacht? Okay, haben wir geschafft. Dann haben wir das geschafft. Ray, mein Freund. Warten wir einfach mal ab. Leute, ihr habt hier in der Stadt ziemlich einen Wirbel gemacht, Mann. Ich stehe nicht auf den stolzigen Kram, aber... Ich weiß das zu schätzen. Ehrlich. Ah. Ich hänge an der Küste. Komm vorbei, wenn ihr für euren größten Job bereit seid, Baby. Nach oben sind Galilei keine Grenzen gesetzt. Der Raketenboom des Raumfahrtkonzerns in San Francisco geht heute mit dem Start weiterer Raketen in die nächste Runde. Die Raketen tragen Satelliten. Zu deren Zweck das Raumforschungsunternehmen jedoch keinen Kommentar abgeben wollte, um die nationale Sicherheit nicht zu gefährden. Okay. Kommt jetzt noch was oder können wir jetzt hier den Part beenden? Das ist zwar ein recht kurzer Part, aber es sollte eigentlich, ja, ne, wisst ja, den Bug, den kann man ja nicht so einfach vergessen. Deswegen habe ich diesen Part jetzt schnell gemacht und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Supportet es weiterhin, das wäre ganz nice von euch. Abonniert mich, hauen Sie rein.